Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kuschel und in diesem Video geht es um den Gefangenen, also dem legendären Outfit, das ihr eben bekommt, wenn ihr 9 Wochenaufgaben in dieser Season, also Season 7, erledigt habt. Ab heute kann man eben diesen Skin bekommen und wir wissen, dass es 4 Stufen mit diesem Skin gibt. Jedoch, wenn ihr den Skin freischaltet, habt ihr nur eine Stufe zur Auswahl, also diese Grundstufe, und ihr müsst im Spiel die anderen Stufen finden. Derzeit ist Stufe 2 bekannt. Sobald wir Stufe 3 und 4 gefunden haben, werde ich euch dazu natürlich ein Video hochladen. Dementsprechend zeige ich euch jetzt einmal, wie ihr Stufe 2 freischaltet. Unterstützt mich doch, indem dass ihr ein Abo auf dem Kanal da lasst, ein Like aufs Video, beziehungsweise benutzt doch einfach meinen Creator-Code im Item-Shop. Also, wichtig ist, ihr müsst den Skin selber anhaben und dann müsst ihr einmal in Polar Peak landen. Wenn ihr ganz oben in Polar Peak landet, geht einfach hier nach unten vorbei an den ganzen Bücherregalen und dann befindet ihr euch hier in einem Raum. Der Raum kann 2 Chest-Spawn-Stellen haben und hier ist auch so ein Feuer, also so ein Kamin. Und hier an der Seite ist ein Tisch und wenn ihr dann an den Tisch rangeht, dann seht ihr, wie ein Schlüssel auf einmal hier auf dem Tisch schwebt. Hebt ihn einfach auf und schon werdet ihr im Game euer Outfit ändern. Und wenn ihr nach dem Spiel dann eben in euren Spind geht, dann seht ihr, dass ihr unter Stil jetzt einmal Standard habt und dann einmal Stufe 2 auswählen könnt. Ja, und Stufe 2 schaltet einmal sein Gesicht frei, mehrere Ketten seitlich am Hals werden entfernt, seine Kleidung sieht ein bisschen anders aus, beziehungsweise hat eine andere Farbe. Und wie gesagt, wir wissen ja schon, wie die anderen Sachen aussehen, es wurde ja schon geleakt, aber wir wissen noch nicht, wie man Stufe 3 und 4 bekommt. Wie bereits vorher gesagt, sobald wir es wissen, kommt ein Video. Also holt euch schon mal Stufe 2. Dankeschön fürs Gucken und bis zum nächsten Mal.